Vorbereitung ist da alles. Also ich würde auch beim Wechsel, wenn man von so vielen Ryzen-Generationen überspringt, würde ich auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass ich mir vorher meine Daten, die wichtig sind, mal extern ablege, weil du weißt nie, was dein Windows macht, wenn dann auf einmal so eine neue CPU ums Eck kommt. Das kann immer sein, dass dann irgendein Treiberrest so ein bisschen Schluck aufkriegt und du dann Probleme hast. Also die Wahrscheinlichkeit ist leider da. Aber generell, wenn du BIOS-Update machst, wirklich deine SSDs, lade dir spezifisch von deinem SSD-Hersteller die Tools runter, kontrolliere, ob die Firmwares aktuell sind von deinen SSDs. Da gab es nämlich einige Probleme mit dem Start der 3000er Ryzen CPUs, wenn die NVMEs zu alte Firmwares drauf haben, dass nichts mehr ging, das System nicht hochgefahren ist, nicht runtergefahren ist und so weiter und so ein Scheiß. Das auf jeden Fall kontrollieren und dann baller dir auch den aktuellen Chipsatztreiber von AMD drauf, wenn du ihn noch nicht drauf gemacht hast, und dann mach den CPU-Wechsel. Und dann am besten auch nach dem CPU-Wechsel würde ich dann auch einmal ein Clear CMOS machen vom Board, dass sich das nochmal komplett initiiert und dann bist du good to go. Also das ist so die hundertprozentig Safe-Variante. Das kann natürlich auch einfach, na scheiß drauf, BIOS-Update, CPU-Tausch und dann machst du alles andere im Anschluss. Kann natürlich auch gut gehen, aber ich habe es halt auch schon anders erlebt. Und dann anschnallen nicht vergessen. Ja, weil die Performance ist halt eine ganz andere. Also der 5Watt X3D, der ist schon sauschnell. Das ist mega geil. Das ist super, super Zock-CPU. Auch zum Arbeiten ist der nicht so langsam. Da sagen immer viele, den zum Arbeiten. Aber es ist immer noch ein 8-Kerner. Ja, der leistet nicht so viel wie der normale 5Watt X. Mhm. Ja. Aber der ist trotzdem da auch noch flott. Also der kann auch Multitasking. Ich fahre meine Sim-Races auch an einem 5.8 X3D und streame die ins Netz. Also habe parallelen OBS laufen, 3 Kameras an der Capture-Karte und das wird alles verarbeitet und funktioniert. Und das ist cool. Also